Die GWD-Pressekonferenz wird Ihnen präsentiert von der Anwaltskanzlei Peter Jahn. Für den Fall der Fälle. Ja, schönen guten Abend, sehr verehrte Gäste, liebe Pressevertreter. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz unseres heutigen Heimspiels. GWD Minden hatte den THW Kiel zu Gast an diesem 4. März. Wir hatten 2657 Zuschauer hier in der Lübecker Kreissporthalle. Halbzeitstand war 17:16. Und leider dann 26:29. Ich darf begrüßen und beglückwünschen den Trainer vom THW Kiel, Philipp Jicher. Philipp, du hast scheinbar die richtigen Worte gefunden in der Halbzeitpause. Schönen guten Abend. Als erstes bin ich sehr, sehr froh, dass wir dieses intensive Spiel gewonnen haben. Es war genauso schwer wie ich oder wir es erwartet hatten, weil die Mindener sehr, sehr gut in der Abwehr gearbeitet haben und mit ganz vielen Emotionen das erste Halbzeit teilweise mit dieser Intensität dominiert haben und da hatten wir uns letztendlich ein bisschen schwer getan, hatten wir viele Stopp-Fouls in unserem Angriff, konnten wir uns nicht so durchsetzen, beziehungsweise haben wir den Ball nicht weitergespielt. Aber letztendlich lag das daran, dass Mindener das wirklich sehr, sehr gut gemacht haben und was ihnen angeboten wurde, hatten komplett ausgenutzt und das ist auch eine Stärke von Mindener und das wusste ich, dass das genauso schwer sein wird. In der zweiten Halbzeit hatten wir letztendlich das Glück, dass Mindener dadurch was die in Abwehrverhalten an Energie und Intensität reingelegt haben, hatten ein bisschen vorne dann ein bisschen weniger Kräfte und da mit unserer 3-2-1, mit der Abwehrumstellung, hatten wir die erste beide oder drei Angriffe gut unterbinden können. Das hat uns letztendlich Sicherheit gegeben. Eine oder andere hat Niklas Landig weggeschnappt und konnten wir uns ein bisschen absetzen. Aber letztendlich, wie ich schon mehrmals gesagt habe, heute hatten meine Jungs alles reingelegt und das macht die Bundesliga so spannend und stark, dass da gibt es wenig Raum zwischen 1. oder 15. Das spielt gar keine Rolle in der Bundesliga und das wurde heute unter Beweis gestellt und da bin ich wirklich als sehr, sehr glücklicher Trainer, dass wir das Spiel heute für uns entscheiden konnten. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Philipp Jicher, Trainer vom THW Minden. Zu unserem Trainer Frank Carstens. Frank, zwei unterschiedliche Halbzeiten. Ich glaube, nach der ersten hättest du gerne das Spiel beendet, oder? Ja, also zunächst mal Glückwunsch an Philipp und sein Team zu dem verdienten Sieg, zur Steigerung in der zweiten Halbzeit und dazu, dass ihr eure Klasse da unter Beweis gestellt habt und diesem Kampf dann auch wirklich angenommen habt. Genau so wünsche ich mir das für meine Mannschaft, wenn wir in solche Situationen geraten, wenn es kämpferische Spiele werden, gerade auswärts auch. Da stehen wir jetzt gerade davor, dass wir genau solche Momente eben auch so annehmen und mit so einer Klasse und mit so einer Power dann eben auch für uns entscheiden können. Denn ich sehe es genauso, wir haben in der ersten Halbzeit defensiv das Beste abgeliefert, was wir, glaube ich, können. Wir kassieren zwar 16 Tore, aber da sind unheimlich viele, sagen wir mal, zweite Bälle dabei, die wir eigentlich schon verteidigt haben. Es war sehr, sehr gut. Torhüterleistung war genau so, wie wir sie brauchten. Haben Paraden gegen die Rückraumwürfe gehabt und konnten dann aus Ballgewinn 10 Kontertore in der ersten Halbzeit machen. Das ist natürlich für uns sehr, sehr stark. Aber es war auch klar, Philipp hat es gerade schon gesagt, dass das so eng werden würde. Von der Energie her, von der Power her. Und da hat der THW dann einfach auch mehr Munition zum Nachladen gehabt. Das ist uns so nicht geglückt. Wir haben versucht, dort mit Wechseln zu agieren, aber die haben nicht in der Form gezündet. Und dann, als die Köpfe so ein bisschen runtergingen und man merkte, oh Gott, das ist doch ganz schön schwer hier heute, da haben wir dann den einen oder anderen Fehler zu viel gemacht. Wir haben in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit 3 technische Fehler und in der zweiten Halbzeit, glaube ich, 10, so wie es hier steht. So, und dann wird es natürlich schwierig. Forciert oder erzwungen durch die 3-2-1-Deckung, das ist richtig. Als wir das 18. Tor erzielt haben, dachte ich, jetzt ist die Anzeigentafel kaputt, weil es blieb ja ewig so. Also, aber es war tatsächlich dann die Abwehrleistung des THW, die eine Menge Bälle dort gewonnen haben.
Und insofern bin ich dann froh, wie wir am Ende aus diesem Spiel rausgekommen sind. Wir konnten nochmal mit dem siebten Feldspieler spielen. Wir konnten unsere 5-1-Deckung nochmal, mit der 5-1-Deckung nochmal Bälle gewinnen. Das war gut. Gefühlt war die Niederlage höher als die 3 Tore. Ja, vielen Dank an Frank Haasens, unserem Trainer von GWD Minden. Dann darf ich ganz herzlich begrüßen und natürlich auch für die 2 Punkte beglückwünschen den Geschäftsführer vom THW Kiel, Viktor Szilágyi. Viktor, ich glaube, das waren relativ wichtige Punkte für euch, oder? Ja, auch von mir. Schönen guten Abend. Ja, auf jeden Fall sehr wichtige Punkte, weil wir mit sehr, sehr viel Respekt und das hat man auch gesehen, zu Recht, auch gewarnt von den letzten Ergebnissen, gerade hier in den Heimspielen angereist sind. Und ja, das hat sich gerade in der ersten Halbzeit dann auch bewahrheitet. Natürlich durch die sehr gute Abwehr, sehr gut vorbereitet, sehr gut eingestellte Abwehr hatten wir kein gutes Angriffsspiel. Dadurch Minden, wie Frank gesagt hat, 10 Tore über die erste, zweite Welle. Und deswegen, glaube ich, können wir mit dem -1 zur Halbzeit auch sehr zufrieden sein. Das hätten einige Tore auch mehr sein können. Ich glaube, der erste Schlüssel dann in der zweiten Halbzeit war, dass unser Angriffsspiel effektiver wurde. Dadurch Minden eben nicht mehr in diese zweite Welle, erste Welle gekommen ist und damit hat sich dann auch die Abwehr gesteigert mit dem Torhüter. Also insofern eigentlich ein Rundum, wenn man alles zusammennimmt, ein nahezu perfektes, sehr, sehr gutes Auswärtsspiel von uns, wo wir gerade in der zweiten Halbzeit mit einem riesen Willen, aber auch mit einer spielerischen Klasse dann auch wirklich die 2 Punkte erkämpft haben. Jetzt am Sonntag Topspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen, da sicherlich einziger Vorteil daran, dass sicherlich jetzt einen ausgeruhten Peke haben für Sonntag. Das wird uns sicherlich auch helfen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Viktor Szilágyi vom THW Kiel. Zu unserem Geschäftsführer Frank von Bern. Frank, ich glaube, den Spielverlauf betrachten, da wäre fast mehr drin gewesen heute, oder? Ja, schönen guten Abend. Glückwunsch an euch beide. Wir haben so ein bisschen gehofft. Auf der anderen Seite war uns auch klar, dass das in der zweiten Halbzeit wahrscheinlich nicht so weitergehen würde, zumal wir wirklich unheimlich viel investiert haben, insbesondere durch die erste, zweite Welle. Christopher Rambo, Max Starr, erste Halbzeit, tolles Spiel gemacht und da konnte man wirklich stolz drauf sein und sehen, was diese Mannschaft leisten kann und was sie für einen Spaß hat. Das war wirklich toll. Zweite Halbzeit hat uns Kiel klar die Grenzen aufgezeigt und das ist dann eben der Unterschied. Das ist auch so ein Stück weit normal, also wenn die Zuschauer diese Leistung in der zweiten Halbzeit auch erwartet hätten und ich glaube, das haben sie nicht, das zeigen ja auch dann die Ovationen nach dem Spiel. Ich glaube, sie waren auch zufrieden mit der Mannschaft. Natürlich war diese Phase von 1-8 dann zu Beginn der zweiten Halbzeit so ein bisschen Stimmungskiller. Klar, hätten wir vielleicht besser überstehen können, aber letzten Endes fehlt uns dann auch insgesamt ein bisschen die Qualität im Vergleich zum THW, so würde ich sagen. Für uns ist entscheidend jetzt Samstag, das sind Spiele, die wir gewinnen müssen, Balingen jetzt. Ich glaube, die Mannschaft ist mit den Ergebnissen der letzten beiden Spiele nicht einverstanden, wohl aber mit der ersten Halbzeit jeweils dieser Spiele. Und das müssen wir jetzt 60 Minuten bringen. Wie, das ist dann Aufgabe der Mannschaft und des Trainers. Und ich weiß natürlich, dass das schwer genug ist und dass das auch am Samstag ein ganz anderes Spiel sein wird, nämlich ein absolut kämpferisches und kampfbetontes Spiel, wo es dann auch ein bisschen auf andere Geschichten ankommt. Und ich bin mir sicher, da werden wir bestehen und auch mit einer sehr guten Einstellung hinfahren, denn das wird natürlich jetzt ein 4-Punkte-Spiel für uns. Ja, ansonsten danke an die Zuschauer. Ich war heute etwas später in der Halle und bin also in diesen Stau reingekommen. Die waren alle eine Stunde vorm Spiel da. Das war sehr gut. Ich glaube, wir mussten das Spiel nicht nach hinten verlegen. Deswegen, insofern, für die nächsten Spiele können wir es gerne so weiter handhaben. Ja, vielen Dank, Frank von Bern, Geschäftsführer von GWD Minden. Ich möchte mich dem Dank natürlich anschließen an alle Zuschauer, die dabei waren und richtig Stimmung hier in der Halle gemacht haben. Blick in den Raum der Pressevertreter. Fragen? Keine. Ja, Frank von Bern hat es schon angedeutet, die nächsten 2 Spiele auswärts in Balingen am Samstag, 7. März und hoffentlich mit allen Zuschauern, die heute da waren, wieder am 22. März hier in der Halle, 16 Uhr gegen den TVB Stuttgart. Wir zählen auf euch. Tschüss.